98. Ach so, ja, stimmt. Kraftstoffverteiler.de brauchen wir noch. Und die gibt's hier. Diese Dinger. Zweimal. Oh, wir sind fast bei 5, Junge. Wir müssen tatsächlich noch einen Auftrag schrubben. Oder zwei sogar für Karosserieteile. So, nun aber. 75.561 ist er jetzt schon wert, der Wagen. Ist er jetzt schon wert, Alter. Schwede, du. Und wir sehen hier noch nicht, wie viel Leistung er jetzt hat. Da müssen wir erstmal auf den Prüfstand drauf. Aber jetzt kannst du erstmal hier von der Hebebühne runter und deinen Platz hier vorne einnehmen. Oh, Alter, schöner Wagen. Schöner Wagen ist das. Schöner Wagen, du. Lass uns mal. Habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Hier mal die Fotokamera in der Hand nehmen. Hier mal ruhig so ein bisschen was. Kann ich noch tiefer? Nee, kann bloß höher. Mhm. Aber auch nicht viel. Oder geht noch tiefer? Tiefer müsste doch gehen. Doch geht. Cool. Cool. Drehen, Sichtfeld F3. Wie? Halten. Ach so, cool. Kannst sogar zoomen. Dann zoome ich mal ran und gehe ein bisschen weiter zurück. Und was haben wir noch? Blende F5. Ist das nur der Fokus oder wie? Ach nee, halten. Ein bisschen unscharf ist, aber das war ja vorher auch gewesen und ein bisschen höher können wir hier ruhig noch. So, Blende F5. Wieder ein bisschen höher schrauben. Ist sie tiefer? Ja. Okay, aber leider keine Farbfilter. Das. Ach so, fokussieren kann ich hier machen. So, Blendy. Ah, dann kommt er von hinten. Mhm. Schöner Wagen, schöner Wagen. Denn hier immer noch zoomvolle Pulle? Wo sehe ich das F3? Nee, nicht. Wir kommen hier auch nicht weiter zurück. Dann müssen wir F3 gedrückt halten und ein bisschen zurückziehen. Etwa so, ja. Okay. Zack. Da haben wir ein Foto gemacht von unserem Wagen. So wie er halt eben jetzt in diesem Stadium aussieht. Ja. Gut, gucke ich mal bei Tuning Laden rein. Karosserie und da Stradali. Nix da. Masera. Echt nicht. Haben sie echt nichts da? Ich dachte, wenigstens Lichter gibt's. Serati. Aber nee, wohl nicht. Maluch, ja. Nee, Maserati haben sie nicht. Vielleicht Gran Turismo? Gran Mojave? Nee, haben echt nichts da, ey. Ist ja schade. Na gut, auch nicht so schade, wenn ich jetzt auf unserem Kontostand blicke. Aber doch hätte ich da echt mal geguckt, gern gesehen gehabt, was sie sich denn da haben einfallen lassen. Hätten sie für ihn jetzt die Tuning-Teile da, ja.
Aber nun gut, vielleicht kann man nicht alles haben. Und so ist er trotzdem immer noch ein hübscher Wagen. Haube! So, das ist Kotflügel links. Dann sollten wir doch noch hinkommen mit unserer Asche. Den mal auf den Leistungsstand, Prüfstand zu bringen. Und den sogar dann schon Probe fahren, Test fahren auf der Viertelmeile. Nee, ich glaube, so weit werde ich in dieser Aufnahme dann noch nicht gehen, denke mal. Karosserie. Und Maserati. Halt, Maserati. Da bist du. MC-Strahle. Das sind die Originalleuchten? Echt? Quattroport, und das sind wieder andere. Und hier unten dann eben. Ach so, weil ich... Habt die mal irgendwo gesehen? Das stimmt, aber ich dachte, das wäre im Tuningladen. Deswegen kam ich da drauf. Das sind eventuell im Tuning-Shop hier unten diese Teile geben würde. Ach so. Naja, gut. Wieder schlauer. Stimmt, wir hatten ja da auch eine schwarze Lampe, als wir da auseinandergeschraubt hatten, auch rausgezogen gehabt. Ne? Einen rechten Scheinwerfer. Wo ist er? 115er, das ist doch noch erschwinglich. Wenn du guckst, wie ein neuer Golfscheinwerfer zum Beispiel bei VW kostet oder so. Ah, wow, wir haben fast alle da, ey. Zack. Zack, ran damit. Und hier noch Licht. Und dann wartet schon. Ja. 115.943 Euro. Wiederherstellungsbonus 35.982 Euro. Cool. Wir haben fertig. Und den machen wir jetzt erstmal weiß. Ja, weiß erstmal gucken, wie er aussieht. Gucken. Cookie machen. Farbton, da ist das egal. Aber ich ziehe dir mal runter auf Rot. Dann machen wir Sättigung so. Und dann machen wir Helligkeit so. Obwohl vielleicht nicht ganz so weiß, oder? Ein bisschen finsterer noch. Damit die Spiegelung dann mehr rauskommt. Na, wir können den ja mal komplett weiß machen. Gucken. Vielleicht irre ich mir da. Und der hat ja gar keinen Nebel mehr angezeigt. Aber schneeweiß geht auch. Geht auch, weil aus 3D-Modeling-Rendering-Programm, da weiß ich nur, dass du das lieber immer noch ein bisschen weiter runterziehst, das weiß, wenn du ja ein schönes Spiegellicht drauf haben möchtest, ja. Oder gar Spiegelungen. Ist ja hier auch der Fall. Da ist das schon so hell, da siehst du nicht mehr viel von irgendwelchen Spiegelungen der Umgebung oder so auf der Karosserie. Aber so geht das auch, finde ich. So geht das auch. Passt zum Wagen. Die Farbe. Und zu den Felgen, naja, die könnten ruhig noch ein bisschen größer sein, finde ich. Auch die Räder an sich, ja. Die Reifen vom Umfang her. Aber nun gut, nun gut. Schöner Wagen. Stimmt, wir können uns noch Dreckreifen raufziehen. Jetzt sind wir bei 4852 da oben. Wir haben weiteren Punkt, ne? Oder? Ja. Aufwertungspunkt verfügbar. Cool. Wo hauen wir den rein? Bei Fenster? Ne, wir machen Wände unten. Wände B. Dann mal da wechseln wir ein bisschen. Boah, das Blau, das fetzt ja auch. Wo so eine alte Wand auch nicht schlecht ist. Auch nicht schlecht ist. Hier wieder. Naja, gut, das ist schon mehr Rot, ne, als Pink. Cool, cool. Das Blau, ja, aber die Ziegelwand, die hat mir doch schon ein bisschen mehr überzeugt. Wir können ja dann später nochmal wechseln. Wenn der Tobi dran denkt, natürlich, dann nur.
aber cool. Die dann Bumpmaps? Nee, ne? Die ist einfach bloß eine Textur, oder wie? Ja doch, das sieht mir ein bisschen so aus, als wären die so ein bisschen mit einem Effekt übersät, da wo dann eben das so aussieht, als wären da tatsächlich in den Fugen solche ausmodellierten Wellen drin. Aber nur gut, nur gut. Trotzdem eine schöne Garage. Besser als vorher, auf jeden Fall. So, dann mal ab auf den Dino mit dir. Da haben wir nicht. Ach so, ja, natürlich. Öl brauchen wir noch. Wollte sagen, da bin ich ja echt mal gespannt, was der an Leistung bringt. Und jetzt fällt mir erst auf, der Motor, der ist ziemlich klein für diesen Motorraum. Auch ja, da ist doch bestimmt original ein V10, wenn nicht ein V12 drin. Nicht schlecht. Schön der Dreizack da von Maserati. Auf der Ansaugung, auf Motor, mittig. So, ruhig noch einen Schluck mehr. Dann gucken wir mal nach. Naja, gut, hier noch, passt noch. Passt noch. So viel wollte ich eigentlich nicht, aber ich wollte ein bisschen mehr als die Hälfte machen. Auf jeden Fall. So, jetzt aber rauf mit dir. Dino. Wo ist denn der Dino? Da hinten ist er. Schön, ey. Haben wir die Maserati da? Wie cool ist das denn? Testlauf. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. 888 PS. 10 Sekunden. So, Vergaser geht ja nicht. Haben wir ja nicht. Haben ja direkte Einspritzung. Die ist natürlich über einen Chip geregelt. Und jetzt müssen wir alle vier Balken natürlich zusehen, dass wir die hier oben auf eine Höhe bringen. Da denke mal, die beiden hier, die kriegst du auf eine Höhe. Und die beiden, die sind ja schon auf eine Höhe. Ja. Also machen wir die, regeln wir mit die hier stufenweise runter, solange bis das passt irgendwann mal. Das sollte funktionieren. Oder? Noch eine Runde drehen? Nee, da sind sie wieder Anschlag, aber wir kommen langsam immer ein Stückchen höher, bin ich der Meinung. Oder liege ich da verkehrt? Jetzt haben wir wieder ein Plus. Doch, wir kommen langsam höher, möchte ich meinen. Boah, dann kann ich mir hier wund klicken. Erstmal so. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2. Oh, war das nicht schon fast? Nee. Da waren sie auf gleicher Höhe. Oh, jetzt heißt es Puzzeln hier natürlich. Oder wir ziehen euch mit euch beiden höher. Ah, noch ein bisschen mehr. Ah, einer. Oh, jetzt sind sie verstellt. Jetzt muss ich wieder einmal rum. Knifflig. Da sehe ich jetzt so langsam auch nicht mehr richtig durch, ja, muss ich dazu sagen. Ah, wunderbar. Plus 18%. Nur eigentlich. Warum es nicht mehr gibt, ey? Warum nicht mal 25%, ja? Bei so einem hübschen, hochgezüchteten Sportwagen schon.
So, dann nochmal Test laufen. 1000 PS sind drin. Denke mal. Oh, 971 PS. Das ist ja Primosius. Nicht schlecht. So, nochmal ab auf die Bühne mit dir. Und dann gucken wir uns mal die Reifen an. Was wir da für Auswahl haben, ne? Was wir da denn für Auswahl haben? F2. Rennreifen plus Standardreifen, Weißwand, breit, schmal, Slicks, weiße Buchstaben. Ich glaube, uns nützen da auch nur die Slicks, was, dass die speziell dafür für Dreckstrecken speziell ins Spiel implementiert wurden. Ja. Dass du mehr Traktion hast und mehr Leistung auf dem Asphalt übertragen kannst. Oder mehr Leistung auf der Straße kriegst, besser gesagt. Aber Offroad-Reifen, ey, mir ist nicht bekannt, dass du hier irgendwie Offroad fahren kannst, außer auf dem Gelände hier nebenan, neben der Firma, auf dem Testgelände. Da kannst du ja auch frei drauf rumgurken. Das können wir ja noch machen, bevor ich hier die Aufnahme beende. Und ansonsten ist hier nichts von wegen Offroad. Lass uns das mal tun. Da gehen wir mal noch hin. Und zwar hier, meine ich doch. Jetzt bin ich bei 2 Stunden 19 Minuten. Das haut immer noch alles super gut hin. Da drehen wir eine Runde hier drauf. Denn ich glaube, das hatte ich hier auch noch nicht gezeigt, oder? Doch, einmal, glaube ich, waren wir schon da. Möchte sagen, aber so ziemlich am Anfang des Specials irgendwann mal. Und deswegen ist es doch nicht verkehrt, das nochmal zu zeigen, ne? So, hier kannst du dir so mehr oder weniger frei bewegen. Stimmt, mit C kannst du auch nach draußen wechseln. Dann wissen wir ja. Und irgendwie kriegt die Kamera da einen Zittermann. Hier musst du wirklich aufpassen. Da wünsche ich mir doch mein Lenkrad da anzubasteln. Aber das geht leider für dieses Spiel nicht. Das finde ich schade, weil das hatte ich schon mal probiert gehabt, dann da anzubasteln, das G27. Speziell jetzt hier, um ein bisschen rumzugurken oder so. Ja, und hier kannst du dann halt eben das Fahrzeug testen. Hier fährst du über so eine Ruppelpiste zum Beispiel rüber. Da musst du da hinten, da wo es grün jetzt leuchtet, da musst du dann halt eben drinnen bremsen in dieser Zone. Wir legen ganz schön auf. Ach nee. Ja, da bloß. Dann eben diesen Test abgeschlossen, diese Ruckelpiste hier im Roten, da müssen wir dann bremsen. Stimmt, so weit. Und dann kriegst du hier jetzt zum Schluss hin dann eben auch angezeigt, wie denn der Zustand des Fahrwerkes ist. Das kannst du dadurch testen und das brauchst du zum Anfang dann eben, wenn du Aufträge schrubbst, dann ist das sehr hilfreich, da diesen Testkurs zu haben und den hast du dann natürlich von Anfang an auch da. Also hast du die Möglichkeit, diesen Testkurs dann eben zu besuchen mit deinem Fahrzeug, ja. Um darauf dann eben rumzutesten. Eben diese Slalomfahrt, darum diese, ja weiß ich nicht, Strommasten und den ganzen Krempel da, was das war. Und diese Buckelpiste. Und dann hinten der Bremstest dann natürlich auch. Und bei uns natürlich alles 100% und das nutze ich. Solltest du da auf dem Testgelände rumschroten und solltest du da auch einen Unfall fabriziert haben oder sowas, dann nutzt sich das auch nicht ab. Das bleibt stets immer auf 100%, möchte meinen. So doll ausgiebig habe ich es jetzt noch nicht getestet, aber mir ist noch nie passiert, dass ich da ein Auto selbst nach einem härteren Unfall irgendwie zerlegt habe und da wieder Knete reinstecken muss oder so. Das kam bisher noch nicht vor, muss ich sagen. Was ist denn hier los? Hier passt irgendwie was nicht. Hier passt der Kotflügel nicht zur Säule, ne? Na, hier die doch. Oder muss das so? Ist das hier ein schwarzer Gummi? Sieht mir doch so aus.
Sieht mir doch so aus. Okay, dann mal rauf mit die Dreckreifen und dann würde sagen, beende ich mal die Aufnahme hier. Da müssen wir 2 drücken. Für. Was kosten die? Nix, oder? 4000. Nee, da bin ich mir nicht sicher. Dann lassen wir das erstmal noch. Dann hole ich mir nächstes Mal noch einen Auftrag rein. Und den bauen wir zusammen, aber den fahren wir noch nicht. Wir werden erstmal daran arbeiten, dann in der nächsten Aufnahme ja den DeLorean zu bekommen. Da holen wir uns dann ja ein paar Aufträge rein und basteln uns wahrscheinlich noch ein Auto aus dem Auktionshaus auf 100% auf und holen uns dann den DeLorean. Das wird noch eine ganze Weile dauern, denke mal, aber das ist mir der DeLorean dann auch wert, den hier im Special mit drinne zu haben. Und dann fahren wir den dann halt eben, wenn beide Wagen komplett bereit sind für den Dreckstrip, fahren wir die dann eben beide dann eben hintereinander, direkt hintereinander dort test, würde sagen. So machen wir das. So wär doch das Beste, oder? Jetzt haben wir hier 5:05 oder 4:02. Gut dann, gehabt euch wohl, bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Tschüssi.